Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Bücherwoche. Wir sind mittlerweile in der Kalenderwoche 48 gewesen. Und das ist echt schon irre. Also es sind jetzt noch 3 Wochen bis Weihnachten und 4 Wochen bis im neuen Jahr. Ach, es geht ganz straff und schnell auf das neue Jahr zu. Also das ist schon... Jetzt, glaube ich, wird es ziemlich schnell vergehen. Ja, meine Woche war eine kurze Arbeitswoche. Ich habe nur 4 Tage gearbeitet, war dann von Freitag bis Sonntag in Berlin, wo ich auch ein bisschen was erlebt habe. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende. Wir waren zusammen in der Harry Potter Ausstellung, die in Berlin aktuell ist. Ich fand das einfach nur großartig. Ich hatte das große Glück, auch den sprechenden Hut auf den Kopf zu bekommen, der mich, wie sollte es anders sein, natürlich nach Gryffindor gesteckt hat, wie sich das eben so für mich gehört. Und ja, war wirklich großartig, hat mir gut gefallen, hat auch den langen Anfahrtsweg bis nach Potsdam absolut gelohnt. Und abends waren wir lecker in Peter Pan essen. Fand ich ein bisschen sehr, so kantinenhaft, so wie man da sitzt, sehr hallig. Aber es war super, super lecker. Am Samstag waren wir dann im Primark, da habe ich ein bisschen Harry Potter Merch gekauft und auch eine schöne Tasche. Und dann waren wir im Musical zu Tanz der Vampire. Und das war, ja, ich glaube tatsächlich so mein persönliches Highlight an diesem Wochenende neben den lieben Menschen, denn das Musical war einfach der Hammer. Also, ja, wir waren gesessen in der 7. Reihe, also gefühlt fast zum Anfassen nah, und es war wirklich grandios. Also das ist, kann man gefühlt gar nicht in Worte fassen. Ich hatte so viele Gänsehautmomente. Man hat gelacht, ich habe auch geweint, ich habe die ein oder andere Träne wirklich vergossen, und seitdem bin ich total im Vampirwahn. Ich habe jetzt heimwärts von Berlin dann den Soundtrack durchgehört vom Musical. Also ich kannte das ja schon vorher und bin schon viele, viele Jahre Fan. Also ich glaube, vor 20 Jahren habe ich es auch gesehen. Und ja, aber es hat sich natürlich sehr, sehr verändert von der Technik, und natürlich ist die Musik noch die gleiche und auch ja, das Gefühl, an das man sich erinnert, das trügt einem dann tatsächlich nicht. Und ich liebe auch seitdem die Musik, habe auch die extra long Version sozusagen als CD hier und habe die früher immer wieder gehört. Jetzt eben Spotify, ich glaube, ich habe nur noch einen CD-Player im Schlafzimmer, im Wecker, aber ja, war wirklich großartig, fand ich Hammer. Und ich hätte direkt Lust, die Bücher von Anne Rice zu lesen, wenn es um Vampire geht, zum Beispiel Interview mit einem Vampir, Königin der Verdammten, und wie hieß das Buch über Lestat, schon wieder verdrängt. Ich hätte direkt Lust drauf, aber es passt gerade nicht so eigentlich in meine Leseplanung, aber vielleicht greife ich zu Interview mit einem Vampir einfach mal dann im Januar, mal gucken. Auf jeden Fall war das wirklich ganz, ganz toll. Abend waren wir dann in einem Pub, was auch super schön war. Ach, zwischendrin waren wir noch im KDW. Da habe ich The Ordinary geshoppt, leider nicht die total gehypte Foundation, die gab es in meiner Farbe nicht mehr, aber ich weiß jetzt, was meine Farbe ist und kann es jetzt theoretisch dann auch online bestellen, denn in Deutschland bekommt man es im Grunde nur zum Echtkauf im KDW oder über Douglas.de, und ich wollte natürlich so eine Foundation, will man natürlich so ein bisschen an der Farbe gucken, was passt so zu einem. Ja, es war wirklich großartig. Also Berlin ist für mich immer eine Reise wert, nicht nur wegen den lieben Menschen, die da wohnen, sondern auch einfach für dieses Gefühl, was so ein paar Tage dann mit mir schwebt, und man ist dann danach auch noch so ein bisschen in seiner eigenen Blase, was ich aber ganz normal und schön finde. Und ja, das war wirklich nochmal so ein Highlight-Wochenende in diesem Jahr. Die Woche vorher, weil theoretisch gehört das Wochenende ja erst in die nächste Bücherwoche, aber das wäre ja jetzt Quatsch, das dann nochmal eine Woche später zu erzählen, war ich noch ein zweites Mal im Fantastische Tierwesen. Das habe ich euch jetzt in der Bücherwoche vom letzten Woche, habe ich euch das auch erzählt, dass ich den Film 2-mal gesehen habe, und ich fand ihn beim 2. Mal einfach auch noch großartig. Also es, ja, ich bin absoluter Fan und ich freue mich jetzt schon, wann es ihn auf DVD gibt und man das dann nochmal so richtig ruhig mit Gedanken und am besten mal so, dass man sich einen Zeitstrahl macht, allem irgendwie folgen kann, und das war wirklich ganz, ganz toll. Ja, jetzt aber genug von Berlin und meiner Schwärmerei. Es gab diese Woche 4 Bücher, die ich gelesen habe. Dadurch, dass ich natürlich am Wochenende nichts gelesen habe, wird es in der nächsten Bücherwoche ein bisschen weniger Lesestoff sein. Aber in dieser Woche waren es 4 Bücher, und ja, das Wochenende hat gestartet mit Der Überflieger von Malcolm Gladwell, ein Buch, das ich von einem Arbeitskollegen ausgeliehen hatte. Dementsprechend habe ich es jetzt nicht mehr hier, ich habe es ihm direkt wieder mitgebracht.
Und ja, hier war ich einfach sehr neugierig, was denn die Überflieger sozusagen ausmacht, wann man ein Überflieger ist und ja, was da so an Spannung ist. Dann durfte es etwas romantisch sein und noch ein bisschen sommerlich. Und zwar habe ich gelesen, geküsst in Tüll und Gummistiefeln von Svenja Lassen, eine Self-Publisherin, deren Buchcover mich total angesprochen hat, auch die Story. Und ich mir einfach dachte, wenn jetzt noch Sommerbuch, dann tatsächlich in der letzten Novemberwoche, bevor es dann mit den Winter-Weihnachtsbüchern mehr oder weniger losgeht, weil sowas passt für mich gefühlt dann nicht so richtig in den, ja, Dezember, Januar, Februar vielleicht schon eher, wenn man dann endlich wieder Lust hat auf Sonnenschein. Aber ja, ihr kennt mich, ich bin ein Sommerkind, ich kann es nicht ändern. Ja, dann haben wir ja gemeinsam im Leseclub einen Musso gelesen, Nacht im Central Park. Und ja, den haben wir zusammen gelesen. Ich war tatsächlich, glaube ich, auch schon einen Tag früher fertig. Die Lesegruppe selbst ging bis Freitag. Da ich aber Freitag schon nach Berlin gefahren bin, habe ich im Grunde den Tag aufgeholt und ja, habe es tatsächlich beendet. Ich habe es zwischendrin manchmal nicht mehr geglaubt, aber ja. Und das letzte Buch habe ich dann so in zwei Rutschen weggelesen. Diese Sache mit Paris von Franziska Erhardt. Ebenfalls eine Self-Publisherin. Ein Buchcover, das mich total angesprochen hat und auch der Klappentext klang mega spannend. Und so durfte es bei mir einziehen. Ich glaube für einen Euro oder 1,99 zum Aktionspreis. Und ich finde, da kann man ja immer nichts falsch machen und umso schöner, wenn einen dann so ein Buchschnäppchen tatsächlich, was es ja leider sehr oft bei Self-Publishern ist, dann wirklich auch noch begeistert. Und ja, wir starten jetzt aber mit dem ersten Buch, was ich als echtes Buch gelesen hatte, aber euch jetzt eben nur das Cover einblenden kann. Und ihr findet auch wieder oben ja, Dauerwerbesendungen, weil manche Bücher, wobei diese Woche ist, glaube ich, gar kein Rezi-Buch dabei, aber ich blende das mal ein. Und ihr findet alle Infos zu den Büchern natürlich auch unten in der Infobox. Der Überflieger von Malcolm Gladwell. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Wir hatten in der Arbeit eine Vortragsreihe, ja, so ein bisschen Motivation, Andersdenken und Ähnliches. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Das waren 5 Vorträge, die man sich im Grunde während der Arbeitszeit auch anhören konnte. Und unter anderem war da zum Beispiel auch irgendwie, ja, wie man eben sein Genie herausfindet und das auch lebt. Das fand ich super, super spannend und ich höre auch sehr viele Podcasts zu diesem Thema, also wie man Ziele verwirklicht, wie man im Grunde durch Vorstellung diese auch greifbar macht und Ähnlichem. Und ich mag sowas wirklich sehr gerne. Ich höre mir das super gerne an. Ich finde das motiviert. Das denkt mal so von der anderen Richtung über etwas nach und man hat eben das Gefühl, dass man umso mehr und umso öfter man was davon hört, umso mehr verinnerlicht sich das. Und das Gehirn bzw. die Vorstellungskraft, ja, das Gehirn weiß eben nicht, wann etwas im Grunde nur vorgestellt ist oder wann etwas echt ist und dadurch lässt man diese Vorstellung im Grunde dann Wirklichkeit werden. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig und vielleicht für den einen oder anderen auch so ein bisschen drüber. Ja, das gilt für manche Vorträge definitiv auch, aber an diesem Tag, das fanden wir wirklich sehr spannend und ein Kollege von mir hat dann eben erzählt, ja, er hat Der Überflieger vor einiger Zeit gelesen und er fand das mega spannend, weil da eben mal so um 5 Ecken erklärt wurde, wann eben Leute zum Überflieger werden. Und so bin ich im Grunde zu diesem Buch gekommen. Denn wir haben hier einen Wissenschaftsguru, der untersucht, was Überflieger eben zu Überfliegern macht. Also warum gerade Menschen in manchen Bereichen so erfolgreich sind, so toll sind, ob es wirklich an dem Wie liegt oder vielleicht doch manchmal an dem Woher. Und ja, was eben die Menschen dazu macht und was man sich vielleicht auch davon abgucken kann. Und es ist ein Sachbuch, das wirklich super spannend erzählt ist. Also man hat wirklich den Eindruck, es wird einem versucht zu erklären, es einem rüberzubringen und das wirklich in die Tiefe geht. Und es geht hier natürlich auch um die genetische Prägung, es geht um den Leistungswillen oder aber ob nicht vielleicht doch harte Arbeit dahinter steckt oder eben auch die geförderte Erziehung. Also was man ja sehr oft vermutet, dass das alles so mit reinspielt. Und ja, im Grunde möchte Gladwell hier aber eigentlich darauf aufmerksam machen, dass das alles nichts bringt, sondern eben tatsächlich sehr viel einfach daran liegt, ja, woher man kommt.
und wohin man dann im Grunde geht. Es gibt sehr viele interessante Beispiele. Super spannend, zum Beispiel wirklich die Eishockeyspieler, warum manche Eishockeyspieler so erfolgreich sind, das zum Beispiel in der Regel daran liegt, wann sie geboren sind. Denn umso früher sie im Jahr sozusagen Geburtstag haben, umso älter sind sie ja, wenn sie in die anfänglichen Schulmannschaften kommen. Und ja, dementsprechend sind sie da natürlich größer, stärker, schneller, als es zum Beispiel die sind, die einfach ein halbes Jahr nach ihnen Geburtstag haben. Also wenn man sich das vorstellt, dass die Auswahlmannschaft immer im November ist und man dann in dem Jahr eben vielleicht ein gewisses Alter erreicht haben muss. Wenn ich natürlich im Januar Geburtstag habe, bin ich im November ja fast schon ein Jahr älter als jemand, der im Oktober Geburtstag hat. Und ja, das macht durchaus was aus. Das merkt man ja oft auch in Schulen. Wenn Kinder dazukommen, die wirklich im September Geburtstag haben und da 6 wurden, während andere vielleicht im Juli Geburtstag haben und schon 6 und ein bisschen was sind. Also wenn ihr versteht, der ist dann ja schon, also na, der im September ist ja dann schon, oder im August, der ist ja im Grunde schon fast 7, bis er eingeschult. Also versteht ihr, wie ich meine? Das macht natürlich schon einen Unterschied. Also, oder besser gesagt, im Oktober, dann ist der 6 und na, wird er 7 sozusagen kurz davor, während jemand anders, der im Juli Geburtstag hat, ja gerade 6 und 3 Monate ist und so. Von der Rechnung her, ich hoffe, das war jetzt logisch erklärt. Und das fand ich mega, mega spannend und da belegt er das eben in unterschiedlichsten Bereichen, also auch warum große IT-Köpfe und Genies wirklich immer Mitte der 50er auf die Welt gekommen sind. Und er belegt das. Natürlich wird es auch genügend Argumente dagegen geben, gar keine Frage, aber der macht das wirklich mit sehr praktischen Beispielen, interessanten Ansätzen, die er rüberbringt, und ich fand das auch sehr realitätsnah. Also man konnte es greifen, man konnte es sich vorstellen, man glaubt sogar, dass das eben eine gewisse Erklärung ist. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass man nicht ganz eine aussagekräftige Antwort auf die vielen Fragen zu Beginn bekommt und auch nicht, was man sich davon mitnehmen kann. Also ich meine, klar, es ist jetzt vielleicht, wäre das für mich als Mit-30erin eh schon zu spät, jetzt ein Eishockeystar zu werden, aber so ein bisschen, was man tun kann, um das irgendwie vielleicht mitzunehmen, was an diesen Informationen, das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Der Schreibstil ist sehr locker, sehr flüssig, er ist sehr überzeugend und er lässt sich auch wirklich sehr leicht lesen, was ich bei Sachbüchern einfach immer sehr, sehr spannend finde und gut finde, wenn man einfach nicht das Gefühl hat, so ein Sachbuch zu lesen. Wenn es nicht trocken ist, wenn es nicht irgendwie langatmig, langweilig ist, sondern wirklich es Interessantes und spannende Ansätze hat. Das ist für mich was, was ich ganz wichtig finde, und das hatte ich hier auf jeden Fall. Also mir hat der Überflieger Spaß gebracht. Er wirft auch einfach mal einen Blick auf eine andere Seite und man denkt irgendwann mal so um 5 Ecken darüber nach. Und ja, das fand ich wirklich spannend. Für alle Leute, die sowas gerne lesen, denke ich, ist das auf jeden Fall auch interessant. Dann durfte es etwas romantisch werden. Ich habe gelesen Geküsst in Tüll und Gummistiefeln von Svenja Lassen. Ein Buch, das mir natürlich wegen dem Cover aufgefallen ist und auch wegen dem Klappentext. Und es ist das erste Buch der Autorin, das ich gelesen habe, wo es, glaube ich, ihr zweites Buch ist. Und ich hatte mich so auf eine Sommerliebesgeschichte gefreut, die wirklich so ein bisschen am Meer spielt und beziehungsweise so ein bisschen diese Landluft sozusagen hat und einfach nochmal Sommerfeeling mir in den Herbst-Winter bringt. Denn theoretisch ist ja noch Herbst, aber ja, es hat sich zeitweise schon ein bisschen winterlicher angefühlt. Ja, wir lernen Sönne kennen. Die ist sehr, sehr früh waise geworden, hat ihre Eltern verloren und ist dann bei ihrem Opa auf dem Hof aufgewachsen. Dieser Hof hat Pferde und andere Tiere, schreibt aber aktuell leider eher rote als schwarze Zahlen, und ihr Opa überlegt eben, ja, diesen Hof zu verkaufen. Leider trifft er dabei auf einen Schnösel aus der Stadt und ja, der möchte den Hof gerne kaufen. Sonne gibt aber da hier überhaupt nicht auf, denn sie möchte eigentlich diesen Hof mal übernehmen, hat tolle Ideen und legt keinen Wert auf die Festanstellung, die ihr dieser Schnösel aus der Stadt im Grunde anbietet. Ganz im Gegenteil, sie will diesen Typen loswerden, schikaniert ihn und versucht eben mit ihren eigenen Ideen irgendwie diesen Hof aufrechtzuerhalten, zu verbessern, und rennt sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hacken ab, um das irgendwie zu verhindern, dass der Hof an diesen Typen verkauft wird.
Ja, das so im Groben die Geschichte. Man hat so ein bisschen den Eindruck, man weiß, in welche Richtung es geht. Das ist jetzt keine komplett überraschende Geschichte. Das erwarte ich tatsächlich aber von Liebesgeschichten auch nicht. Ich finde, wenn die gut erzählt sind, ist eben eher der Weg das Ziel als das eigentliche Ziel. Und so ist es im Grunde bei Geküsst im Gummistiefel auch. Mich hat das Buch ein bisschen an ein Buch von Sophie Kinsella erinnert. Das hat auch irgendwas mit Gummistiefeln. Im Titel allerdings war so, dass da die Protagonistin eben so von der High Society dann auf einem Bauernhof gelandet ist. Aber diese Mischung hier hat man definitiv auch gespürt. Es war ein sehr flüssiger und auch leichter Schreibstil, der mir gut gefallen hat, der mich gut unterhalten hat, der ja sehr bildhaft war. Man konnte sich den Hof vorstellen, die Charaktere, die Handlungen. Das war wirklich sehr lebendig, sehr echt und hat sich einfach sehr realitätsnah auch angehört. Natürlich so das ein oder andere, aber dann wäre es ja keine Geschichte. Man will ja nicht einen Tatsachenbericht lesen. Man hat auch das Gefühl, dass einen das Buch so ein bisschen zum Träumen einlädt, dass man die wunderbare Landluft sozusagen wirklich riecht, dass man die Sonne nochmal auf der Haut spürt und wirklich den Eindruck hat, hier ist man nochmal im Sommer und man kann ja diese gute Luft förmlich riechen. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Denn mir hat der Stil auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mir haben die Dialoge sehr gut gefallen. Auch diese ganze Geschichte und dieser Weg und das Drumherum. Das war wirklich großartig von Svenja Lassen erzählt. Das hat mir ja wirklich Spaß gemacht. Und ich habe wirklich diese Geschichte auch so in zwei Schwupsen, wie ich immer so gerne sage, dann auch gelesen. Und man hatte halt alles wirklich sehr, sehr gut vor Augen. Und man war gefühlt so mittendrin und hat nicht nur gelesen, sondern man war irgendwie dabei. Und das finde ich einfach immer sehr schön. Und das macht für mich ein Buch auch wirklich zu etwas Gutem. Leider habe ich hier auch einen Kritikpunkt. Und zwar ist das die Protagonistin Sünne. Mit der jungen Frau konnte ich persönlich gar nicht viel anfangen. Sie war mir zu trotzig, zu stur, auch zum Teil sehr ungezogen, was sie manchmal so ein bisschen für Sprache an den Tag gelegt hat. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wirklich sympathisch bist du nicht, Mädel. Na, ich meine, klar kann man sie verstehen. Sie steht kurz davor, im Grunde so ihr Leben irgendwie zu verlieren, dass der Hof da irgendwie abgegeben wird. Ich konnte das irgendwo nachvollziehen, aber ich weiß nicht. Also sie hat dem Schnösel aus der Stadt halt noch nicht mal eine Chance gegeben, hat ihn gleich beleidigt und ihm blöde Aufgaben gegeben und war gleich voller Vorurteile. Und ich dachte so, der junge Mann konnte gar nichts richtig machen. Und das fand ich halt so ein bisschen schade, wo ich dachte, Mensch, so ein bisschen vernünftiger erwarte ich mir einfach erwachsenere Charaktere. Wir sprechen ja hier nicht von einer 16-Jährigen, wo ich das noch irgendwie ins pubertäre Alter schieben könnte. Ich weiß halt nicht, ob man wirklich als junge Frau vielleicht mit Mitte 20 tatsächlich so ist. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht kenne ich irgendwie nur keine solchen Menschen. Ich bin da immer verwundert, wie diese Menschen so agieren und denke mir, ob die im wahren Leben, also ja, natürlich sind wir in der Geschichte, das ist mir schon bewusst, aber so ein bisschen, wenn es eben ein zeitgenössischer Roman ist, dann sollte er auch schon so ein bisschen einen Charakter zeigen, wie er sein könnte. Trotz Sönne, die ich nicht wirklich mochte, fand ich die Geschichte toll. Sie hat mir Spaß gemacht, sie hat mich gut unterhalten und hat mir wirklich Freude gebracht und nochmal den Sommer zurückgebracht. Und daher kann ich das Buch empfehlen. Wer eine locker, leichte, schöne Liebesgeschichte mit sommerlichen Touch sucht, der wird bei Svenja Lassen auf jeden Fall was finden. Es gibt ja auch das erste Buch von ihr, das ich noch nicht kenne. Das habe ich mir mal auf die Wunschliste fürs nächste Jahr gepackt. So für Frühjahr, Sommer, da könnte ich mir vorstellen, dass sie mich mit ihrem Schreibstil wirklich auch da nochmal begeistern kann und freue mich darauf, das dann auch zu entdecken. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja auch Anfang des Jahres oder so nochmal eine etwas winterlichere Geschichte von ihr. Einfach mal gucken. Aber ja, es gibt eine Empfehlung von mir und bei Sönne muss man manchmal eben einfach so ein bisschen die Augen zumachen gefühlt und das einfach so ein bisschen ausblenden und sich denken, naja, das Mädel hat es manchmal eben auch nicht so leicht im Leben. Ja, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Dann haben wir in dieser Woche gemeinsam im Leseklub einen Musso gelesen, Nacht im Central Park. Ich hatte ja noch einige Musso auf dem Sub, ich glaube insgesamt 4 oder auch nur noch 3, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und im Leseklub wurde dann sich für Nacht im Central Park entschieden. Ein gefühlt sehr, sehr schönes Cover, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, haben wir auf der einen Seite eine junge Frau und auf der anderen Seite den jungen Mann. Und ich finde das optisch wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ich muss sagen, ich habe bei Musso ja sehr gemischte Leseerlebnisse. Ich habe ja totale Highlight-Bücher, aber auch schon den ein oder anderen Flop bis gar Abbruch.
Und hier muss ich sagen, war so die Idee, je nachdem, wie mich dieses etwas ältere Buch von ihm begeistert, also werde ich ihm dann im Grunde auch nochmal eine Chance geben oder eben nicht. Eins vorneweg, ich habe danach alle meine Musso-Bücher vom Sub entfernt. Ich glaube, sie stehen noch im Regal oder ich glaube, habe ich schon runtergelegt. Sie fliegen demnächst auf den Dachboden. Ich werde erstmal kein Musso lesen, was tatsächlich hier an diesem Buch dann auch irgendwie lag. Ja, in Nacht im Central Park geht es um Alice, eine Polizistin aus Paris, und es geht um Gabriel, der ist Amerikaner, und beide wachen morgens eben ja im Central Park in New York City auf. Sie liegen auf einer Parkbank mit Handschellen gefesselt aneinander, kennen sich nicht und wissen nicht, wie sie da hingekommen sind. Eine super spannende Anfangsgeschichte, die ich finde, wo man sich ja wirklich fragt, was könnte da passiert sein. Beide erinnern sich nicht mehr, um was es geht, und finde ich auch erstmal mega spannend. Ihnen fehlt die Erinnerung an die letzten Stunden. Sie wissen gefühlt auch nicht, wie sie überhaupt nach New York gekommen sind. Und beide versuchen dann eben herauszufinden, was passiert ist. Und es ist so ein bisschen eine Art Schnitzel-Rätseljagd durch New York City, wo man wirklich sehr, sehr viel von der Stadt kennenlernt, sehr viel von der Stadt sieht sozusagen und wirklich ganz viele Infos erhält. Ich muss ehrlich gestehen, die ersten 80 Seiten, also zwei Leseabschnitte, die fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. Die Sprache von Musso habe ich überhaupt nicht wiedererkannt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das wirklich der Musso ist, von dem ich auch schon Highlights gelesen habe. Ich fand die Charaktere sehr kindisch, sehr naiv, von der Sprache in den Dialogen, die wirklich sehr derb waren, und also wirklich auch Schimpfwörter von Alice' Seite, das fand ich wirklich unglaublich, was der in den Mund gelegt wurde, und das, die waren auch so unglaublich dumm. Und dafür, dass Alice ja eine Polizistin ist, da haben mich wirklich Kleinigkeiten so ein bisschen aufgeregt. Nichtsdestotrotz dachte ich nach dem ersten Leseabschnitt, du liest auf jeden Fall noch weiter. Habe dann auch noch beim zweiten Abschnitt, war ich noch so ein bisschen gemischt. Aber da muss ich ehrlich sagen, so ab der 100. Seite fand ich es sehr, sehr spannend. Der Spannungsbogen wurde sehr gut gespannt. Es geschah viel in kurzer Zeit, wenn auch nicht immer alles für mich so logisch war oder gar realistisch war. Und viele haben dann auch mal drunter geschrieben, es muss ja auch nicht unbedingt immer logisch und realistisch sein. Wir lesen ja ein Buch. Aber auch hier bin ich ähnlich wie vorhin bei dem zeitgenössischen Roman, sag ich mal, bei einer Geschichte, die im echten Leben spielt, ein bisschen Logik sollte einfach vorhanden sein. Auch wenn man bei Musso ja so von einer Mischung aus Thriller und Liebesgeschichte und Krimi spricht, muss trotzdem irgendwie ein bisschen das Verhalten der Charaktere nachvollziehbar zumindest sein. Daher fand ich dann den Mittelteil wirklich sehr spannend, das hat mich sehr neugierig gemacht, man rätselt so ein bisschen mit, wer ist jetzt der Gute, wer der Böse, was steckt hinter Alice, ihrer Erinnerungslücke, wir lösen Dinge auf, uns werden Täter im Grunde gezeigt, die irgendwas damit zu tun haben könnten, und dann dreht sich aber das Blatt und dann kommen die letzten 80 Seiten, und hier muss ich echt sagen, die waren einfach nur idiotisch. Und dieses Wort nehme ich sehr selten in den Mund, mir fällt aber nichts anderes dazu ein. Die Wendung zum Ende hin ist einfach der totalste Blödsinn, der mir gefühlt je untergekommen ist. Ich frage mich gerade, ob Flugangst 7a auch so idiotisch war. Wahrscheinlich ging das in eine ähnliche Richtung. Und es hat mich total zum Aufregen gebracht. Ich wäre nie auf dieses Ende gekommen. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass eine Geschichte so endet. Es ist total hanebüchen erfunden und man hat das Gefühl, Musso ist einfach nichts anderes eingefallen. Es ist so ein unglaubwürdiges, total bescheuertes Ende, dass ich mich echt frage, es finden einige sehr gut und auch viele haben das Buch tatsächlich im Leseklub gefeiert. Ich kann das sogar nachvollziehen, das ist gar nicht so, aber ich fand es einfach wirklich doof. Das ist natürlich jetzt keine echte Begründung, aber ich habe mich wirklich aufgeregt. Ich fand es total, total unrealistisch und es hat für mich keine echte Erklärung dafür gegeben, was eben die vielen Seiten vorher passiert ist. Das muss ich jetzt ganz ehrlich einfach so sagen, ich konnte damit nichts anfangen. Und dieser merkwürdige Anfang und dieses total idiotische Ende, und nein, ich werde es nicht leid, es idiotisch zu nennen,
haben dafür gesorgt, dass das Buch wirklich so ein Buch geworden ist. Ich glaube, auf Lovely Books habe ich ihm 2 Sterne gegeben. Einen Stern kriegen in der Regel Bücher, die ich abgebrochen habe. Dementsprechend ist das so ein Hauch besser, weil eben doch der Mittelteil sehr spannend und gut geschrieben war. Und ja, man erkennt, dass Musso gut schreiben kann. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Musso ist wirklich vom Schreibstil sehr, sehr gelungen, was er sich so aus den Fingern saugt. Aber die Stories, die er jetzt in letzter Zeit in den Büchern, die ich gelesen habe, hinterlässt, das ist halt einfach nur zum Kopfschütteln. Ich kann es leider nicht anders irgendwie sagen. Und da dieses Buch jetzt wirklich so war, sind jetzt eben auch alle anderen Bücher hier in der im Ausmistkarton gelandet und werden bei mir aufs Dach kommen. Ich habe sie vom Sub runtergeschmissen und ich werde erstmal keinen Musso lesen. Man soll ja niemals nie sagen, aber ich glaube, dass ich und der Autor einfach jetzt erstmal nicht wirklich nochmal warm miteinander werden. Ich habe aktuell überhaupt keinen Bedarf, nochmal ein Buch von ihm anzufassen. Ich habe jetzt auch, glaube ich, einfach schon mehr abgebrochen als gelesen und als gefeiert. Und wie es eben dann auch bei Dan Simmons war, ja, der Autor kann schreiben, das können sie beide, aber die Geschichten sind manchmal einfach so absurd, dass man sich fragt, was das eigentlich soll. Und dementsprechend, ja, ich kann verstehen und ich habe auch den Austausch im Leseklub sehr genossen, habe da auch viel nachvollziehen können, was andere Leute toll dran fanden. Für mich gilt das aber eben einfach nicht. Es war einfach nicht mein Musso und bleibt dementsprechend jetzt auch erstmal der letzte Musso, den ich gelesen habe. Dann kommt ein überraschendes Highlight in dieser Woche. Ja, wie man merkt, war mir ein bisschen nach Romantik. Ich habe gelesen Die Sache mit Paris von Franziska Erhardt. Dieses Buch ist mir irgendwann zufällig bei Amazon über den Weg gelaufen und mich hat das Buchcover total angesprochen und auch die Idee im Klappentext fand ich super spannend, hat mich sehr angesprochen und hat mich ein bisschen an eine frühere Page Toon erinnert. Wer Page Toon und Du bist mein Stern, glaube ich, zum Beispiel kennt, wo es hier um den Rockstar Johnny Jefferson geht, der wird hier sich so ein bisschen an der Geschichte erinnert fühlen, denn es geht hier um Josephine, um Jules, ein junges Model, ich glaube Mid-20erin, hat irgendeinen Model-Contest im Fernsehen gewonnen, also so, ich sag jetzt mal ein Abklatsch von Germany's Next Topmodel. Leider ist ihre Karriere aber nicht so ans Laufen gekommen, bis sie eine Anfrage von einem Manager eines Fußballspielers bekommt, der aktuell eben in Paris spielt. Und da er gerade so ein bisschen ein Lotterleben führt und auch mehr auf der Bank sitzt, als dass er spielt, aber seine Verträge so kurz vor dem Ablauf stehen und er unbedingt natürlich erfolgreich weiterverkauft werden möchte, möchte der Manager, dass Jules im Grunde die Freundin / Nanny des Fußballspielers wird. Und davon träume ich ja schon mein ganzes Leben lang, seitdem ich Cristiano Ronaldo-Fan bin, dass mal ein Manager kommt und sagt, Mensch, er wird jetzt bei Bayern München spielen, als Beispiel, und er braucht jetzt eine bayerische Freundin und Steffi, hast du nicht Lust? Ja, träumen darf man ja und ich weiß, dass man sich hier schon sehr weit aus dem Fenster lehnt, wenn man ein Fan von Cristiano Ronaldo ist, aber ja, ich kann auch nichts dafür. Ne? Ich bin halt auch nur eine Frau. Nein, ich glaube, jetzt geht's definitiv zu weit. Aber mir hat dieser Klappentext sehr gut gefallen und auch die Idee, dass eben Jules sozusagen die Freundin von Leon spielen soll, um eben sein Image aufzubessern. Und ich mochte tatsächlich die Geschichte sehr gerne. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich fand es wir hatten Paris, wir hatten Flirtereien, wir hatten so ein bisschen Karriereeinblicke von Models und von Fußballern, von Spielerfrauen, wie da das Leben so ein bisschen sein könnte. Und ich glaube, die bekannteste Spielerfrau ist einfach Victoria Beckham. Und ich glaube, die kann man sich da einfach auch grandios dabei vorstellen, wie sie das tut, was Jules hier so ein bisschen erzählt wird. Ich fand es tatsächlich an keiner Stelle so richtig aufgesetzt oder zu künstlich oder zu, ja, realitätsfern. Ich konnte mir die Szenen unglaublich gut vorstellen. Ich konnte mir eben auch wirklich vorstellen, dass das alles so passiert, dass es diesen Weg so gibt und dass wir Jules und Leon eben einfach hier wirklich kennenlernen, begleiten dürfen auf ihren Weg. Und auch hier muss man natürlich sagen, ist die Geschichte nicht komplett innovativ, neu und andersartig, sondern man hat einen Verdacht, wo es hinführt.
Aber wie auch bei der anderen Geschichte ist eben ja, der Weg das Ziel. Und ich mag diesen Vergleich tatsächlich ganz gerne, weil man eben unterwegs bis zum Ziel so viel erlebt, so viel ja, machen kann aus dieser Geschichtsidee, dass ich die wirklich einfach toll fand. Ich mochte die Flirtereien, ich mochte die Dialoge der beiden, wenn sie sich aufziehen, wenn sie Vertrauen zueinander finden, wenn sie miteinander weggehen, wie sie so ein bisschen diese Gerüchteküche um sich anfachen. Ich fand das super spannend, ich fand das humorvoll, ich fand das sehr unterhaltend und ich mochte auch einfach so diesen flüssigen und leichten Schreibstil, der wirklich sich hat locker lesen lassen und trotz Vorhersehbarkeit des Endes, ja, hat es mich einfach sehr, sehr gut unterhalten und deswegen wirklich ein kleines Highlight, weil es mir viel, viel Spaß gebracht hat und ich sehr Freude mit der Geschichte hatte und einfach so, ja, auch das Gefühl einfach so von diesem Jet-Set-Leben und so fand ich einfach schön erzählt und nicht zu überdreht, nicht überheblich, schon so irgendwie auf dem Boden geblieben und dass man eben immer merkt, was dann doch den beiden irgendwie wichtig ist und das hat mir wirklich großen Spaß gebracht. Leider muss ich auch hier so ein bisschen wieder über die Protagonistin meckern. Ja, irgendwie haben es die Protagonistinnen und ich nicht. Denn Jules fand ich tatsächlich ein bisschen spielverderberisch und an mancher Stelle auch sehr naiv. Was ich auch wieder dachte, Mensch, mit Mitte 20, wenn man da Model irgendwie ist, ja, da hat man dann eben auch mal eine Anmache von einem Fotografen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so merkwürdig findet oder ob man nicht einfach irgendwann damit rechnet, dass eben ein so ein Angebot gemacht wird. Das ist so das, wo ich immer so ein bisschen dann dachte, Mensch Mädel, stell dich mal nicht so an. Entweder gibst du Kontra oder du bist auch einfach, also das einfach immer also hinnehmen und so tun, als wäre das alles in Ordnung und sich dann aber wundern oder, also ich weiß nicht, ich fand so auch dann hier wirklich so, dass das klassische Frauenbild irgendwie nicht so richtig gut vertreten, aber man kann ja immer noch sagen, dass sie doch ein bisschen jung war und auch einfach ein bisschen unerfahren war und ja, das kann man vielleicht damit tatsächlich auch irgendwie erklären, aber ja, wie es halt so ist, ne, dass, ja, ich habe es tatsächlich manchmal nicht mit den weiblichen Charakteren, das kann sein. Dennoch war es für mich ein überraschendes kleines Highlight, weil es mich unglaublich gut unterhalten hat, weil ich viel Spaß am Lesen hatte und gerade Donnerstag es dann auch wirklich nicht aus der Hand legen konnte, weil ich es unbedingt noch zu Ende lesen wollte, bevor ich dann eben nach Berlin fahre und nicht 3 Tage auf das Ende dann irgendwie warten wollte und ich es dann wirklich abends weggelesen habe und einfach Spaß an dieser Geschichte hatte. Und ja, dementsprechend war die Woche natürlich jetzt hier, wie man merkt, doch ein bisschen gemischt mit so positiven Akzenten. Und das ist eben auch einfach wichtig. Ja, bei Musot, das streichen wir einfach aus dem Gedächtnis. Das ist, glaube ich, auch kein Buch, was einem lange in Erinnerung bleibt. Aber nichtsdestotrotz war es eine schöne Woche, sehr romantisch angehaucht. Und das hat mir gut gefallen, auch so der Input vom Überflieger. Ich habe diese Woche kein Hörbuch gehört, weil ich tatsächlich so, ja, wenn ich was gehört habe, war es dann halt wirklich eher Podcast. Ich suchte ja nach wie vor Podcasts über Spotify. Ich entdecke da immer mal wieder neue, wo ich mir dann auch wirklich 2, 3 Podcasts anhöre. Ob das was ist, was ich länger weiterverfolgen möchte oder wo ich dann vielleicht wirklich so nach 3 Podcasts merke, oh, irgendwie, ja, ist dann vielleicht doch immer alles dasselbe. Das hatte ich jetzt auch schon 2, 3 Mal, dass man irgendwie merkt, Mensch, dem Podcast-Erzähler ist irgendwie hat nur ein Thema und das wiederholt sich gefühlt dann immer mal wieder. Aber das muss natürlich jeder so ein bisschen selbst für sich finden. Aber ich mag Podcasts einfach sehr gerne. Zum einen sind sie eben auch manchmal nicht so lang. Manchmal hat man so Folgen von 30 Minuten, die man eben auch einfach schön so an einem Stück auch anhören kann. Egal, ob man gerade im Auto ist, im Solarium ist oder putzt. Man muss dann nicht so stundenlang dranbleiben, sondern kann zwischendurch eben mal hören. Und daher ja, kann ich Podcasts nach wie vor einfach empfehlen. Ihr findet alle Infos zu den Büchern natürlich unten in der Infobox. Guckt da einfach mal vorbei. Und ja, das war sie dann im Grunde auch schon die Woche. Ich habe schon über Berlin berichtet. Serientechnisch gucke ich nach wie vor nichts. Ich habe auch gerade gar kein so richtiges Verlangen nach einer Serie. Immer mal juckt es mich doch, Downton Abbey anzufangen. Aber da ich die eben auf DVD habe und auch nur da gucken kann, dann halt nicht mit ins Bett nehmen könnte, um es auf dem Handy weiter zu gucken. Ja, ist das gerade noch nicht so eine Option, aber mal gucken. Ich habe auch nicht mit The Walking Dead weitergemacht. Dafür habe ich jetzt entdeckt, dass auf Sky The Greatest Showman läuft. Ich denke mal, den werde ich in nächster Zeit auf jeden Fall nochmal anschauen. Also für alle, die Sky haben, guckt euch unbedingt The Greatest Showman an. Und ich muss jetzt einfach mal mich wieder auf Netflix so ein bisschen beschäftigen, was da vielleicht auch ein bisschen für Weihnachtsfilme laufen und ja, die mir dann hoffentlich auch gefallen werden. Und
Ja, wenn ihr da Tipps habt, ne, auf Netflix oder auf Sky, Weihnachtsfilme, Weihnachtsserien, dann bitte einfach unten in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, und das war's jetzt, glaube ich, auch. Ich glaube, ich habe jetzt nichts weiter zu erzählen. Habe jetzt auch lang genug geplaudert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht wollt ihr mir erzählen, was ihr diese Woche gelesen habt oder was ihr aktuell auch einfach lest. Auf welches Buch ihr euch jetzt vielleicht noch in der Weihnachtszeit freut, lasst mich das gerne wissen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen zweiten Advent. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.